Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Brandstätter. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt sehr wortreich gesagt, warum das, was Expertinnen und Experten seit langem fordern, nämlich eine Entpolitisierung der Gremien, nicht vorgesehen ist in Ihrem Plan. Ich verweise da an den European Media Freedom Act, einen Entwurf der Kommission, wo genau das auch gefordert wird, nämlich professionell agierende Gremien ohne politischen Einfluss. Meine Frage richtet sich aber an die Finanzierung des ORFs. Der Verfassungsgerichtshof hat ja auf Betreiben des ORFs den gebührenfreien Empfang über das Internet als verfassungswidrig befunden. Und die Folge ist, dass die Bundesregierung sich nun eine neue Form der ORF-Finanzierung überlegen muss. Hier stehen drei Varianten im Raum: eine erweiterte GIS-Gebühr, eine Haushaltsabgabe oder eine Budgetfinanzierung. Gleichzeitig drängt aber auch die Zeit. Mit 01.01.2024 muss der ORF zwingend ein neues Finanzierungsmodell haben. Man hört auch aus dem ORF und auch von vielen Expertinnen und Experten, dass dringend spätestens bis Ende März hier eine Finanzierung vorliegen muss, damit sie auch implementiert werden kann. Daher meine Frage, wie ist hier der Stand der Dinge? Welche Finanzierungsform präferieren Sie auch? Und wird es dazu auch eine breite parlamentarische Debatte geben? Weil das wird sich ja zeitlich sehr schwer ausgehen. Also Sie können sich sicher sein, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir ein vernünftiges Modell auch entwickeln. Es gibt die drei Varianten, die Sie genannt haben, die Budgetfinanzierung, die Haushaltsabgabe und die Erweiterung auf die neuen GIS-pflichtigen Streaminggeräte. Alle Varianten sind derzeit in Prüfung, sind auch derzeit in Besprechung mit dem Koalitionspartner. Und selbstverständlich sind wir im ORF auch in ganz engem Kontakt, damit wir dem VfGH-Erkenntnis gerecht werden. Faktum ist, die Deadline, die der Verfassungsgerichtshof gegeben hat, ist Ende nächsten Jahres. Aber selbstverständlich werden wir sicherstellen, dass der ORF hier auch weiter wirtschaften kann und werden in unserer Koalition, wie es auch Usus ist, gemeinsam ein vernünftiges Modell erarbeiten unter der Prämisse, dass die Menschen auch künftig mehr entlastet werden. Das ist mir wichtig in Zeiten wie diesen, dass wir auch hier besonders darauf schauen, dass die Menschen auch was davon haben und entlastet sind.